Das ist jetzt ein Punkt, wo ich nicht genau weiß, ob ich diese Stelle weiter vorlesen soll oder nicht. Da fällt mir ein, ich habe mit einem möglichen Freunden und Bekannten und Menschen gesprochen während der Zeit, in der ich Taekwondo trainiert habe. Viele haben gesagt, ach, das ist toll, sie wollen auch mal Taekwondo trainieren. Und viele haben gesagt, ja, es ist so weit, dorthin zu fahren mit der U-Bahn, lange Strecken, viele Stationen, oder sie wohnen in einem anderen Stadtviertel. Während ich das erzähle, erinnere ich mich an das, was mir heute passiert ist und gestern. Ich hatte gar keine Lust mehr auf diese Lesung, weil ich habe eine kleine Verletzung am Zehen gehabt. Heute Morgen habe ich mich beim Brotschneiden in den Daumen geschnitten. Dann dachte ich mir, wenn das nicht zuhält, vielleicht tropft es dann auf der Bühne. Obendrein hat die eigentliche Lesebrille, die ich habe, die wirklich gut in einen Sprung bekommen. Das habe ich auch erst heute früh entdeckt. Da habe ich mir eine andere besorgt. Und dann ist mir noch ein anderes Erlebnis passiert heute. Ich bin nachmittags in einem Café gesessen, um ein bisschen Revue passieren zu lassen, was ich heute Abend sagen möchte und vorlesen möchte. Und da ist ein junger Mann an mir vorbeigegangen, der hat einen Cent, also ich dachte einen Pfennig, aber es war ein Cent verloren. Und hat sich kurz umgeguckt und hat dann gesagt, ach, es ist bloß ein Cent, und ist weitergegangen. Dann sind zwei aufgesprungen und haben gesagt, aber hier ist der Cent, hier ist der Cent. Dann ist er wieder zurückgekommen und hat gesagt, ja, das ist bloß ein Cent. Ja, aber dann wusste man nicht, soll man den Cent aufheben oder nicht, weil es bloß ein Cent ist. Es war unklar. Interessanterweise ist ein Blinder gekommen, das ist jetzt kein Witz. Die Geschichte ist fast wie eine Fabel. Und der Blinde hat gesagt, dann hebe ich nicht auf. Und erst in dem Moment hat derjenige, der den Cent verloren hat, den Cent aufgehoben. Das sind alles Dinge, die mich immer wieder an das erinnern, worum es sich mir bei dem Gewinnen ohne Kämpfen eigentlich dreht. Ich lese hierzu eine kleine Stelle vor. Wo ist sie denn? Es gibt so viele Dinge, die wir versuchen in unserem Leben zu überbrücken, weil wir denken, es sind unwichtige Zeiten. Zum Beispiel, wenn ich beschließe, Taekwondo zu trainieren, und dann muss ich aber immer eine halbe Stunde lang zum Taekwondo-Studio fahren. Ich glaube, jeder von uns kennt solche Situationen aus seinem Leben, dass man irgendetwas nicht tut, weil man denkt, verdammt, da muss ich hinfahren, das dauert zu lange oder was auch immer. Also die Zeit, von A nach B zu kommen, ist anscheinend eine unwichtige Zeit, eine überflüssige Zeit. Leider kann man sie nicht aus dem Leben wegschneiden, aber sie ist trotzdem da. Man muss sich mit dieser Zeit also herumquälen. Man sagt, ja gut, dann mache ich das nicht. Ich möchte hier, deswegen habe ich diese Kerze mitgebracht, ein kleines Licht für diese Zeit anzünden, die immer so unmöglich und überflüssig ist oder so unangenehm, dass man alle möglichen Dinge im Leben nicht tut, die man eigentlich machen möchte. Oder dass man unter anderem manchmal vielleicht auch zu viel tut, um irgendwelche Dinge oder etwas, was man für sich selbst fühlen, erleben will, was man einfach ist, wahrzunehmen. Und ich werde es vielleicht heute Abend, ich werde nicht zu lange machen, keine Sorge, aber ein bisschen vielleicht noch, immer wieder machen, in dem Moment, wo ich nicht weiter weiß oder wo mir so vorkommt, dass es etwas zu überbrücken gibt, zünde ich diese Kerze an und dann mache ich folgenden Vorschlag. Der Wert deines Lebens ist der Name eines Kapitels. Wenn du aber nicht weiter weißt, beobachte deinen Atem. Wenn du willst, jetzt in diesem Moment. Schließe die Augen, damit du nicht abgelenkt bist. Nein, nicht weniger atmen. Atme weiter, lass es einfach atmen. Bleibe dabei respektvoll und achtsam. Jetzt nimm dein Bewusstsein an die Hand und versuche zu beobachten, wie dein Atem fließt. Du spürst das Wohlgefühl dieser Einfachheit. Der Wert des Atems ist an keiner Börse der Welt notiert. Im Umgang mit dem Atem musst du die Zeit loslassen. Denn der Atem kennt keine Zeit. Merkst du, wie schwer es dir fällt, nichts zu tun und nur zu atmen? Du willst ihn verändern, leicht anhalten, ein bisschen forcieren oder es beim Bewusstatmen besonders gut machen. Das sind die ersten Anzeichen von mangelndem Respekt dir selbst gegenüber. Und der Atem rächt sich augenblicklich wirklich dafür, weil du dich schlechter fühlen wirst. Wie willst du anderen gegenüber tolerant sein, wenn du es dir selbst gegenüber nicht kannst? Die gleichen Probleme treten immer wieder auf.
ebenso wie der Haken sich jedes Stück von dem, was du von ihm weggedrückt hast, wiederholt. Wie willst du deine Träume bewusst realisieren, wenn du schon Probleme hast, dich selbst zu tolerieren? Oder willst du deine Erlebnisse einfach achtlos verschlingen wie Cheeseburger? Willst du deine Träume verwirklichen und sie abstellen wie eine Yacht, die man nur ab und zu mal präsentiert, als Erinnerung daran, was du alles besitzt? Nimm deinen Umgang mit deinem Atem als Sinnbild für deinen Umgang mit deinem Leben. Jetzt komme ich zu einer Stelle, wo ich wieder weiß, da will ich weitermachen. Es gibt so viele Dinge, die wir versuchen in unserem Leben zu überbrücken, weil wir denken, es sind unwichtige Zeiten. Zum Beispiel, wenn ich beschließe, Taekwondo zu trainieren und dann muss ich aber immer eine halbe Stunde lang zum Taekwondo-Studio fahren. Ich glaube, jeder von uns kennt solche Situationen aus seinem Leben, dass man irgendetwas nicht tut, weil man denkt, verdammt, da muss ich hinfahren, das dauert zu lange oder was auch immer. Also die Zeit, von A nach B zu kommen, ist anscheinend eine unwichtige Zeit, eine überflüssige Zeit. Leider kann man sie nicht aus dem Leben wegschneiden, aber sie ist trotzdem da. Man muss sich mit dieser Zeit also herumquälen. Man sagt, ja gut, dann mache ich das nicht. Ich möchte hier, deswegen habe ich diese Kerze mitgebracht, ein kleines Licht für diese Zeit anzünden, die immer so unmöglich und überflüssig ist oder so unangenehm, dass man alle möglichen Dinge im Leben nicht tut, die man eigentlich machen möchte. Oder dass man unter anderem manchmal vielleicht auch zu viel tut, um irgendwelche Dinge oder etwas, was man für sich selbst fühlen, erleben will, was man einfach ist, wahrzunehmen. Und ich werde es vielleicht heute Abend, werde nicht zu lange machen, keine Sorge, aber ein bisschen vielleicht noch immer wieder machen, in dem Moment, wo ich nicht weiter weiß oder wo mir so vorkommt, dass es etwas zu überbrücken gibt, zünde ich diese Kerze an und dann mache ich folgenden Vorschlag. Der Wert deines Lebens ist der Name eines Kapitels. Wenn du einmal nicht weiter weißt, beobachte deinen Atem. Wenn du willst, jetzt in diesem Moment. Schließe die Augen, damit du nicht abgelenkt bist. Nein, nicht weniger atmen. Atme weiter, lass es einfach atmen. Bleibe dabei respektvoll und achtsam. Jetzt nimm dein Bewusstsein an die Hand und versuche zu beobachten, wie dein Atem fließt. Du spürst das Wohlgefühl dieser Einfachheit. Der Wert des Atems ist an keiner Börse der Welt notiert. Im Umgang mit dem Atem musst du die Zeit loslassen, denn der Atem kennt keine Zeit. Merkst du, wie schwer es dir fällt, nichts zu tun und nur zu atmen? Du willst ihn verändern, leicht anhalten, ein bisschen forcieren oder es beim Bewusstatmen besonders gut machen. Das sind die ersten Anzeichen von mangelndem Respekt dir selbst gegenüber. Und der Atem rächt sich augenblicklich wirklich dafür, weil du dich schlechter fühlen wirst. Wie willst du anderen gegenüber tolerant sein, wenn du es dir selbst gegenüber nicht kannst? Die gleichen Probleme treten immer wieder auf. Ebenso wie der Atem sich jedes Stück von dem, was du von ihm weggedrückt hast, wiederholt. Wie willst du deine Träume bewusst realisieren, wenn du schon Probleme hast, dich selbst zu tolerieren? Oder willst du deine Erlebnisse einfach achtlos verschlingen wie Cheeseburger? Willst du deine Träume verwirklichen und sie abstellen wie eine Yacht, die man nur ab und zu mal präsentiert, als Erinnerung daran, was du alles besitzt? Nimm deinen Umgang mit deinem Atem als Sinnbild für deinen Umgang mit deinem Leben. Jetzt komme ich zu einer Stelle,